So, hallo und allerherzlichst willkommen heute zu einer kleinen Runde. Napoleon Total War, eine Schlacht und wie immer mit dabei ist der Skip. Ja, hallo. Und er spielt jetzt als Russen und wir als Spanier. Skip, du kannst ja mal kurz erläutern, warum. Ja, also ich als Russe nehme halt sehr viel Garde mit und Grenadiere, oder immer Grenadiere. Und deswegen haben wir halt bei mir praktisch gar keine Masse und die letzte scheiß leichte Infanterie. Und deshalb nimmt halt der liebe Joey Boy Spanier. Weil hier kann man halt sehr gut auf Masse an Füsilieren setzen. Die sind halt scheiße, aber es sind viele. Und er hat halt eine akzeptable leichte Infanterie. Exakt. Und halt diese scheiß Guerilla-Einheiten, die man halt weiter vorne platzieren kann. Soll ich denn dann direkt... Oh, scheiße. Soll ich denn dann direkt über die Flussseite gehen? Nee. Ja, wäre ganz gut, obwohl... Ach, scheiß drauf. So, gucken wir das mal. Er hat schon bereit geklickt, ne? Der Erste. Ja, ich seh's. Das ist freundlich. Ach ja, und ich habe eine sehr gute, schwere Kavallerie dabei. Ja, verdammter Scheiß. Ich meine, verdummt. Verdummt? Please. Ich hab das Gefühl, der Typ nimmt einen Spam mit. Hab ich so das leise Gefühl. Alter, easy. Gerade noch so. Also wer sich wundert, ich muss kurz hier nochmal... Oh, scheiße. Was essen? Noch relativ am Morgen. Deswegen. Okay, er hat Chasseur mit. Aschewall oder diese normalen? Chasseur. So, die Leichte. Chasseur, okay. Leichte. Chasseur. Verdammt. Scheiße. Egal. Was denn jetzt passiert? So, ja, ich habe vergessen, mal eine Linieninfanterie mehr zum Schluss zu stellen. Dafür habe ich jetzt meine Semenovsk-Leibgarde, die für die Stadt war. Wort egal. Passt schon irgendwie. Nee, passt nicht irgendwie. Infanterie-Leibgarde rüber. Weil Semenovskis haben besseren Nahkampf, dafür schlechtere Schusswerte. Deshalb daher habe ich die lieber in der Stadt. Und die haben neben Daltengarde die beste Moral im Spiel. Angeblich, ich weiß noch, wo du drüber abgeraged bist. Ah, ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, aber es ist eine gute Einheit. In diesem Nahkampf gegen diese scheiß Wichser, von dem man Streich verloren hat. Egal. So, der Gegner hat ein Gebäude eingenommen. Ja. Das sieht nach einem Stellungskrieg aus. Er hat bei mir mal junge Garde und polnische Legion stehen. Und Dragoner und Chevalier-Lanzenreiter. So. Den einzigen Vorteil, den ich habe, ist, dass meine leichte Infanterie eine Litze hat von Anfang an. Chevalier-Lanzenreiter. Ah. Jetzt kommen wir hier nicht mit Französischkurs. Ach komm, so ein Witz. Kein Franzose würde doch Lanzenreiter zu beiden sagen, zu anderen Lanzenreiter aussprechen. Lanzenreiter? San. San vor allem, ist klar. Klar, San. So, preußische Fusiliere zweimal. Ah, ist doch schön.
Das sieht wieder nach einem richtig schönen Stellungskrieg aus. Merkt euch, meine lieben Kinder, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Polnische Füsiliere sind einfach nur OP. OP? Ja. Willst du von mir? Die schlachten alles ab. Ja, ich schlachte ja auch gleich mal eine Kuh. Alter. Ja. Ja, das merkt man, aber die österreichischen Grenzer sind in dem Spiel nicht ansatzweise. So gut wie ein Empire. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber nicht ansatzweise so gut wie die preußischen Füsiliere. Mhm. Aber sie sehen schick aus. Mhm, ja, das muss man ihnen lassen. Schöne blaue Hosen, ja. Braunes Hemd. Sieht doch sehr geordnet aus. Hast du Leichte mitgenommen? Nee, du hast Jäger. Hast mehr Reichweite, ne? Nee, ich hab Leichte. Russische Jäger sind Leichte. Verarsche. Ja. Ja, super. Warum heißt es dann Jäger? Guck mal, er zieht seine Einheit ins Haus, er zieht seine Einheit aus dem Haus. Er hat 3 Einheiten im Haus. Okay, und jetzt schießen unsere Jäger wie wild aufs Haus. Sehr gute Idee, mach mal freies Feuer aus. Ist ja schrecklich. Obwohl, halt mal. So wenig hat's jetzt nicht getötet. Hey. Oh, verdammt. Ja, seine preußischen Füsiliere. Wollen's wissen. Es hat 8 Mann getötet. Ja, ist in Ordnung. Ach Gott. Kack die Wand an. Bis jetzt waren es erst 16 Mann, die du verloren hast. Ja, trotzdem. Deine russischen Jäger müssen, die Rechten müssen weiter zurück. Oder auf eine Brücke. Oder nach links, sonst können sie nicht schießen. Ja, ich formiere gerade um. Ja. Chester? Ich glaube, der ist gar nicht so doof. Obwohl Nein, der ist halt nicht. Was man dazu sagen muss, er hat nicht mal einmal Chasseur Ascheval mit. Das finde ich sehr, sehr sozial. Ja, das ist wirklich sehr sozial. Ja. Weil diese eine. Weil ich erzähle euch noch eine Geschichte, meine lieben Kinder. Chasseur Ascheval sind davon unfair. Es ist so. Ja. Können schießen, sind gut im Nahkampf und sind billig. Alles das, was man so braucht. Ja. Also, ich sehe schon, deine russischen Jäger sind unglaublich effektiv. Ja, es sind halt Nahkampfjäger. Kann man nicht machen. Na ja, gut, so wenig töten die jetzt auch nicht, ne? Also von den preußischen Füßen. Das ist trotzdem ein Scheißdreck. Aber verlierst du noch mehr als ihr. Die haben jetzt aber auch hier normale Musketen, ja. Dennoch habe ich so das Gefühl, die müssen länger nachladen als die Preußen. Müssen sie auch. Die müssen länger nachladen als die preußischen Füßen. Mhm. Ja, wie werden wir jetzt die preußischen Füßen los? Leichter nicht. Obwohl. Ich könnte ja. Nee, die müssen da bleiben, falls wenn da irgendjemand rumläuft. Ich kann dir da nicht so wirklich viel. Na gut, deine haben aber auch bessere Präzision als die Füsiliere. Meine russischen Jäger. Ja, die haben jetzt. Nein, haben sie nicht. Doch, die haben mehr. Haben mehr getötet, aber von den Stats her. Die haben eine Präzision von 35. Bäh! Das ist so schlecht wie meine Musketiere. 35 nicht. Ja. Ernst? Doch. Nein. Die laden auch so schnell noch wie meine Musketiere, doch. Hä? Ja, die haben eine Präzision wie die schlechteste Infanterie, was Präzision angeht. Alter Schwede. Die können gar nichts. 35. Aber das ist so gut im Nahkampf. Ja, dafür hat mein 17. Jägerregiment 45 im Nachladen. Naja, gut, okay, meine leichte Infanterie hat auch nicht viel mehr Präzision, 42. Ja, das ist aber schon mehr. Ich will gar nicht wissen, wie viel Präzision du hast. Nachladen 80. Wie schnell laden deine nach? Verdammt. 32. 32? Meine haben 40. Oh. Was siehst du? Ah, meine laden schnell nach. Auf dem Papier steht das, aber die preußischen Füsiliere laden noch schneller nach. Ja. Du tötest allerdings viel mehr als er. Ja, weil er seine preußischen Füsiliere gerade nicht richtig einsetzt. Ja. Und konzentriere mein Feuer auf eine Einheit. Er schießt halt mit beiden Einheiten so ein bisschen drauf. Auf beide. Ja, irgendwie klingst du gerade komisch. Warum bist du? Ja, jetzt wieder normal. Eben hat dein Mikro dich so. Hast dich einfach so. Keine Ahnung, so. Als ob du so einen Flauschball. Übersteuert. Ah, okay. So einen Flauscheball davor hast vor dem Mund. Ja, wie soll man das sonst beschreiben? Flauscheball vom Mund. Ja.
Du wirst es dann ja hören, wenn du es dir mal anguckst, irgendwann in einer 8. Minute oder so. Okay. Man muss aber sagen, meine Jäger schlagen sich gut. Es sieht halt Phantom wieder zu, auf die schießen wir jetzt aber mal. Ich muss sagen, sie haben... Oh, da kommt jetzt eine Musketiereinheit. Was sollst du doch? Schieß ich jetzt, obwohl... Naja, wenn er sie nicht klug aufschießt, schießt er sich gleich selbst in den Rücken. Ah, deine russischen Jäger stehen auch in Deckung, deswegen sterben so wenig. In Anführungsstrichen. Pass auf, der will über die Brücke. Fuck. Ja, ich seh's. Ganz ruhig, alles ist gut. Der will nicht über die Brücke. Willst du aufstellen, um halt gegen meine Deckung schießen zu dürfen? Okay, pass auf, weißt du, ich hole jetzt meine Jäger bei dir links ran. Und das sind dann wirklich Jäger. Oh mein Gott, richtige Jäger. Oh ja. Ja, das ist mal zur Abwechslung, habe ich nicht nur Leichte mit. Ich würde vielleicht die linke Leichte wegziehen und deine russischen Jäger nicht so vor die Musketiere stellen. Oh, jetzt sind 3 Jäger schon von mir verreckt an verbündeten Feuer. Sehr schön. So, oh, jetzt kriegen die hier gleich mal ein bisschen auf die Fresse. Was macht seine Linie denn da? Weiß ich nicht, umformieren. Wahrscheinlich wollte er erst langziehen. Ja, rechts kommt er. Ja, meine Jäger halten sich erstaunlich gut, meiner Meinung nach. Ich muss gucken, dass er nicht rüberstürmt. Ey, mein 17. Jägerregiment hat schon 40 Mann getötet. Der Franzacke verhält sich ruhig. Ja, ich dachte erst, er stürmt jetzt mit seiner Kavallerie rechts rüber, aber er verhält sich ruhig. Alter, die Musketiere verschwindet aber da gerade ein bisschen. Achtung, Leichte kommt da beim Haus. Dass dein 17. Jägerregiment auf die preußischen Füsiliere, die rechts kommen. Ja. Ich habe jetzt keine Leichte in Reserve oder Jäger, weil ich benutze die gerade auf. Ich glaube, ich muss mein 17. da wegziehen, weil gegen 2x preußische Füsiliere. Ja. Verrecken die. Ja, okay, ich muss da zurückziehen. Diese Flussseite pass müssen auf, wir denen jetzt verschenken. Die können auf deine Simonewski oder Infanterie-Leibgarde, was es ist, ja, Infanterie, schießen. Die würde ich da auch wegziehen. Was, welche Infanterie-Leibgarde? Ah, die da. Die können aus dem Winkel die voll abtreffen. Ja, abschießen, meine ich. Abtreffen. Ja, klar. Du mich auch. Juhu, abtreffen halt. Ich bin außerhalb deren Reichweite. Ja, gut. Ja, meine Jäger schießen mal ein bisschen auf seine Musketiere. Alter, meine russischen Jäger halten sich aber gut. Haben meine... Wie viel Reichweite haben die denn? Auch nur 100? Wie läuft's denn mit deinen Tiradores? Was machen die so Schönes? Die warten, weil rechts kann ich nicht, da hat er 3 Kav-Einheiten, eine junge Garde, 2 polnische Legionen, nee, noch eine junge Garde und noch eine polnische. Und rechts an der Brücke halte ich mich erstmal still, weil da hat er auch die Überzahl. Hat er auch junge Garden zweimal stehen. Also ich glaube, und 2x Chasseur, also ich glaube, der ist nicht ganz so doof. Ich glaube, ich ziehe mein 17. Jägerregiment jetzt mal dazu. Ne, wir müssen die preußischen Füsiliere irgendwie wegkriegen. Ja, aber wie? Ich habe nur 100 Reichweite, ne? Also. Aber ich habe gerade eine Litze gekriegt. Okay, jetzt fliehen sie. Ja. Ich verlang's auch. Moskau Musketiere kriegen aber auch ein bisschen auf die Fresse gerade. Von hier. Wo denn? Ah, die kriegen halt so ganz viel Streifschüsse ab. 13 Mann bisher verloren. Ja, das ist nicht gut. Ja, weißt du, ich sehe, wie der Schuss im Kopf bei dem einschlägt und der fällt nicht tot um, oder was? Er schießt am besten jetzt auf die rechte Infanterie. Die linke zieht er zurück. Ich weiß nicht, ob ich sie aufheben sollte, die Jäger, um gleich auf die... Okay, er hat seine preußischen Füsiliere weggezogen. Ja, er hat sie hinter das Haus gezogen. Ja. Okay, jetzt halt auf die Musketiere. Ja. Okay, ich hätte jetzt vielleicht gewartet, bis die rauskommen, aber... Ah ja, ah, die will er jetzt auch zurückziehen. Okay, kannst du dich vielleicht da hinstellen und die preußische Füsiliere versuchen wegzusnipen? Ich kann nicht durch Häuser durchschießen. Da sind doch Lücken, guck dir das mal an. Ja, ich sehe das, aber ich weiß nicht, ob ich das kann.
Mach einfach mal eine Salve rein. Ich habe nur 100 Reichweite, ne? Also keine optimale Jägerreichweite. Ja, du Spaß, du hast genauso viel Reichweite wie eine leichte. Was ist das für ein Dreck? Das sind keine richtigen. Also die haben mehr Präzision, aber ansonsten. Eine Fresse. Das sind ja wie diese Drecksvoltigeur. Ja, naja, aber du kannst hier, das sind halt diese Dingenseinheiten, die du weißt, was ich meine. Ja, ja. Okay, ich hab durch. Och, da kippt ein paar um. 2, 3 Leute hat es zerrissen, 4, 5. Ja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat. Das geht. Wie viel Munition hast du denn mit dem Typen? Halb noch. Warte, ich kann nachgucken. 9 Schuss. Ne, 7 Schuss. Oh. Ne. Ja, okay, nee, dann schießt er lieber nicht drauf. Vielleicht noch eine Salve und dann aus. Ich muss mich kurz rechts konzentrieren. Er hat mich flankiert. Oder jedenfalls hat er es versucht. So, ich versuche mal mit meinem 17. Jägerregiment durch dieses Haus zu schießen. Du sparst dir mal kurz hier deine guten Jäger auf. Gute Jäger? Also, ich glaube, deine. Deren Munition, sagen wir es so. Ich glaube, deine 17. des Jäger. Es sind mehr, es sind 40 mehr, die werden ungefähr gleich viel treffen und ich habe noch 50 Schuss mit denen. Vorsicht, Vorsicht, deine Chasseur, siehst du das? Ja, ich hab's meine Leichte schon weggezogen. Ist doof. Ich weiß nicht, ich glaube, er kriegt eine Salve drauf. Geil, jetzt bin ich da in Reichweite gelaufen, oder was? Das ist blöd. Halt mal, sind deine Cazadores de Cataluna gut? Halbwegs gut. Ja. Dann können wir ja versuchen, seine preußische Fusiliere auf deiner Seite da wegzumachen. Ich bin gerade beschäftigt damit, dass meine Armee jetzt hier nicht auf die Schnauze kriegt. Warte kurz. Ich brauche rechts die Leichte, weil er setzt jetzt über den Fluss. Meine Leichte. Ja, okay, deine. Meine. Ja, was soll ich machen? Er hat die Chasse. Ja, Alter, guck mal, wie langsam der da mit junger Garde und Chasseur rüberläuft. Schießt da drauf. Keine Chance. Ich probiere es. Vielleicht meine Pavlovska-Grenadiere ein bisschen dahin schicken. Weiß nie. Ja, so. Bei Spanien. Okay. Los, Cataluna. Wie lahm seid ihr eigentlich? Soll ich euch noch neue Schuhe kaufen oder was? Ja. Nein. Puppenmann. Könnt ihr vergessen. Bis die Pavlovska-Grenadiere haben diesen tollen Hüter auf. Oh ja, geil. Von denen. Eieiei. Napoleonic Boar. Leute, ihr wollt mir doch jetzt nicht erzählen. Das wollen die mir jetzt hier nicht vertickern, oder? Dass ich eben nicht drauf schießen konnte und jetzt schon, oder wie? Alter, denn Cazadores müssen da jetzt mal drauf schießen. Ja, die waren eben nicht. Guck jetzt, sind sie wieder. Die Chasseur können die schießen und sind gebündelt. Jetzt Feuer drauf. Ich will ja, aber die wollen nicht. Leckt mich, jetzt aber. Ja, so soll das aussehen. Blödmänner, trefft trotzdem nichts. Ist drauf, ein paar Tote sind auch Tote. Super, 9 Mann getötet mit einer Salve. Nicht aufgefächert. Leute, ihr müsst euch da nicht anstrengen. Die stehen in einer Linie mit 6, 7 Mann. Ich meine, bitte.
Die stehen doch perfekt zum Abknallen. Ja, ja, ja. Guck mal, da war eine Kuhle. Die standen hinter so einer kleinen Kuhle. Jetzt sind die hier drauf. Jetzt dürftest du mehr treffen. Ja, aber die dürften jetzt auch was treffen. Guck mal, wie gebündelt die sind. Ausschlecken, die treffen was. Siehste. Ja, auch nicht mehr. Guck mal. Hoch. Von 111 auf 103. Die ersten 5 oder so haben geschossen. Die ganze linke Seite hat geschossen. Juhu. Aber hat nur 2 Mann getötet. Ich habe aber ein Problem. Okay, okay. Ja, stell deine Linie da auf. Wir müssen den da mehr bündeln. Der darf sich nicht richtig aufstellen. Kommt eine Salve noch. Guck mal, zieh eine Füsilierseinheit zu dieser jungen Garde da in diesen Schacht. Ja. Aber da, warte, da können die Jäger mich abknallen. Na und? Alter, nein, in diesen Schacht da, um der jungen Garde in den Rücken zu schießen. Ja, das will ich, ich weiß, was du meinst. Aber da, ich schicke. Ja, dann ja mach schon. Das. Ja, ich schick doch eine. Ja, dann sollen sie schneller rufen. Ja, aber der will da jetzt. Nee, macht er nicht. Okay. Ich meine, wenn die Zeit reif ist, kann ich auch mit meinem Pavloskan in den Rücken chargen. Das ist halt tödlich, selbst für eine junge Garde. Die haben einen Angriffsbonus von 27. Okay, jetzt. Alter, jetzt. Das ist der höchste Angriffsbonus im Spiel. Geht er in Nahkampf? Ich zieh mich zurück. Der schießt. Der versucht nämlich zu schießen. Und ich hätte Jägerbeschuss hinten reingekriegt. Mhm. Guck, er versucht zu schießen. Um die Ecke. Na, ich schieße auf seine junge Garde weiter. Ich meine, guck mal, wie viele Verluste die bekommt. Ist überhaupt nicht rentabel für den. Ich schieße auf gar keinen weiter, das machen meine Jäger von alleine. Ja, puh. Die schießen eigentlich nämlich auf die Chasseur. Dann konzentrier das Feuer lieber auf die junge Garde. Hab ich. Ja, okay. Ich wollte eigentlich, dass die junge Garde vorläuft. In die Voluntarios de la Catuna, oder wie? De la Caruna. Ayayay, Mexikaner! Das ist ein Spanier, du Depp. Obwohl, die Mexikaner schon Spanisch schon egal. Los, Jungs, für euch gibt's alle Paella, wenn ihr jetzt gewinnt. Na, ganz ehrlich, gib mir dein Füsilier mit dieser einen Litze dahin und stell sie einfach lang auf von einem Häuserblock zum anderen. Foilfly, warte mal. Dann ist dieser Jägerbeschuss egal, guck mal, wie gebündelt die junge Garde steht. Da musst du jetzt reinschießen. Meine schießen von hinten eigentlich jetzt. Ach, das ist perfekt. Ich meine, diese eine in der Füsiliere, ne? Die du gerade eben zurückgezogen hast. Meinst du? Stell die da, ja, stell die von diesen 4 Häusern zu dem Häuserblock daneben auf, okay? Also wenn du die Kirche hast, rechts davon. Ja, ja, davor. Ich weiß schon. Einmal so lang ziehen. Weil guck mal, dann schlachtest du auch junge Garde. Das ist einfach nur unfassbare Verschwendung von den Typen. Vorsicht, Vorsicht, deine Jäger laufen den. Ich hab's gesehen. Aber die Chasseurs sind noch nicht in Reichweite. Immer noch nicht. Nicht so lang. Von diesem 4er Häuserblock. An der Ecke und zum anderen Häuserblock. Von Ecke zu Ecke. Ja, egal. Ja. Alter, was machen die denn da? Okay, jetzt aber. Okay, also der ist noch relativ unerfahren, der Spieler. Guck mal. Hohoho. Nein, das ist selbst bei deinen Billigfusilieren tödlich. 35 Mann. Vor allem, weil er die halt auch nicht aufschlägt. Ich meine, die Fusiliere werden halt sterben, aber guck mal, was für Schaden die nochmal anrichten können. Ja, guck mal, von hinten kommt da schon die nächste junge Garde. Der Offizier ist auch gefallen von der jungen Garde. Die junge Garde kommt um die Ecke. Warte, vielleicht kann ich was unternehmen. Die dürfen aber gleich ihre eigenen jungen Garde in den Rücken schießen mit dem preußischen Füsilieren. Weiter schießen. Ja, es lohnt sich aber nicht, wenn meine Füsiliere jetzt. Die Garde muss wenigstens unter 100 Mann haben. Dann soll ich vielleicht meinen Pavloska aufstellen? Ja, stell mal auf. Da bei den Häusern. Okay, hier, ja, ja, ich sehe es. Er zieht sie zurück.
Okay, er schießt mir in den Rücken. Ja, Alter. Guck mal, die sich umgegardern. Ist einfach geschlachtet wird. Die hat orange Moral. Also eine Füsilierseinheit gegen die einzutauschen? Das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal. Oh, scheiße, jetzt schießen die von drüben. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. Wie wird denn mein General zwischen den Männern? Oh, okay, von rechts. Okay, jetzt schießen sie nicht mehr. Oh fuck, ich habe schon 5-mal Chevaliersgarde verloren. Verdammt. Verdammt, pass auf, deine Pawlowski oder wie auch immer, die können durch die, sag ich mal, Ritze durchschießen. Die, nee, guck mal, durch diese Ritze, da ist nur eine kleine Mauer davor, da werden die nicht getroffen. Brrr, das war ein Angriff, den wir schnell abgewehrt haben. Oh, jetzt muss er sich auch zurückziehen. Ja, aber ich habe nur sehr wenig Verluste gekriegt. Und das bei deiner Masse. Ja, die eine Linie hat noch 77 Mann, die hat schon was verloren, aber sonst hier, die haben... Ich meine, guck mal, der nicht. Hat praktisch von der Manzahl her einmal junge Garde verloren. Ja gut, ich habe ein paar... Ich habe eigentlich nichts verloren. Ein bisschen leichte... Für sie Lieren halt ein bisschen was. Ich glaube, ich gehe mit meinen Katalunern. Werde ich die einen Chasseur, die auf der anderen Flussseite sind, gebündelt angreifen. Mhm. Ja, mache ich. Der Preußen schließt sich auch nicht, irgendetwas zu machen. Jetzt zieht er sich zurück. Alter, Jungs. Oh, mein Offi. Hab, glaube ich, dran glauben müssen. Ne, er lebt noch. Sehr schön. Also, dein Offi der jungen Garde ist gefallen. Ja, das waren schon. Okay, auf die solltet ihr jetzt nicht schießen, aber. Ach, macht, was ihr nicht lassen könnt. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit sehen wir so viele Leute, die ihre leichte Infanterie. Linie aufstellen. Ja, ja. Ja gut, okay, die ersten drei Linien, aber ich meine, wenn ich sie jetzt aufgefächert hinstelle, da auf der Seite, kann ich mir das schon ganz okay vorstellen. Oh, komm mit seinem Chasseur wieder rüber. Ja, ich weiß. Ich stelle ihm meine Linie in den Weg. Weißt du was? Der Preuße macht doch nichts. Er hat da seinen ganzen Mut verloren. Eigentlich sollte ja der Franzose schießen. Ja. Los für sie, Lira. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Die Salve war ja mal... Putz! Das war eine massige Salve. Das Gute ist, er schießt sich jetzt erstmal selbst in den Rücken. Ja, das wollte ich provozieren, um ehrlich zu sein. Nachher hört sich das immer so an. Ja, wollte ich gar nicht, ist aber ein Zufall. Aber diesmal wollte ich es wirklich provozieren. Alter, Scheiße. Was ist das? Was? Oh ja, das Feld mit diesem freien Feuer etc. ist gerade bei mir weg. Okay. Ist verschwunden. Tab noch mal rein, tab raus. Okay, ich muss mich da aus dem Feuergefecht zurückziehen. Aber deine Powolowka-Grenadiere, die schießen jetzt schön hier die Leichte ab. Geht's wieder? Ich komme gerade ins Spiel wieder rein. Hallo, warum will der jetzt nicht mehr ins Spiel rein? Ah, jetzt. Habt ihr gerade ein Standbild? Ich bin gleich wieder da. Okay, jo. Okay, geht's wieder?
Nö. Ich gucke jetzt einfach mal, ob es irgendeine Taste ist. Okay, keine Taste ist dafür zuständig. Ich glaube, ich muss jetzt einfach ohne das spielen. Das ist halt gleich scheiße. Ist doch egal. Ich kann jetzt kein freies Feuer mehr ausschalten. Das ist jetzt gerade leider blöd. Ja. Müssen wir da halt ohne, kurz ohne mit auskommen. Und ich kann keinen Stopp mehr machen bei meinen Einheiten. Weil ich Stick hingelegt habe. So das Gefühl. Unsere Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Der Preuß macht doch echt gar nichts. Aua. Ist deine Leichte leer? Sonst würde ich sie kaum im Nahkampf schicken. Kannst du dir gewiss sein. Ich glaube, wir mit polnischer Legion rüber. Und schaust du auch nochmal. Soll er. Hab ich kein Problem mit. Ja, schießt deiner leichten Rücken, ist bestimmt gut. Alter, seine Füsiliere haben gerade keinen Mann von meinen Grenadieren getroffen. Weil meine Grenadiere können sich jetzt hier bereit machen, dem gleichen. Ich kann auch gar keinen Nahkampf mehr auswählen. Was ist der Scheiß? Ach Gott. Mann, ist das dreckig gerade. Ich kann auch kein Karree mehr bilden. Keine Einheit, alter Scheiße. Egal, das kriegen wir schon hin, Skip. Da haben wir ja kein Problem mit jetzt. Die Franzosen, also den Franzosen hier kriegen wir klein. Und dadurch, dass meine Männer am Wald stehen, tötet er keinen einzigen. Seine polnische Legion. Deine Grenadiere lauern da so. Eigentlich sollten sie schießen. Ich habe mein freies. Ach Gott. Hast du freies Feuer ausgemacht? Ich habe keine Ahnung, welcher Taste. Warte, ich kann ja nachgucken. T. Was? T ist freies Feuer an- und ausmachen. Ah, okay, danke. Und Quadratformation ist Umschalt ab plus 8. Also. Karree. Oh, okay. Alles ich kann dir das ja alles sagen. Mhm. Nahkampf ist F. Oh, okay. Und anhalten ist Rücktaste. Ja, okay. Frag einfach nochmal, wenn du es nicht mehr weißt. Ich glaube, der Offizier der polnischen Legion musste auch schon dran glauben. Ja, komm, und der Flaggenträger auch. Nicht gut für die Moral. Nö. Selbst schuld, wenn er sich aber der Flötist ist noch da. Ja, der übernimmt ja das Kommando, oder? Ja. Sehe ihn gar nicht, wo ist er denn? Vorne ist er mit seiner Flöte in der Hand. Spielt noch gerade nicht. Ich seh's. Jetzt ist er nicht mehr da. Oh. Tja. Er tötet einfach mal mit drei Seifen von seinen Chasseur. Auf der anderen Flussseite hat er gerade irgendwie fünf Mann oder so gekillt. Da kommt seine nächste Chasseur. Ja, super, jetzt kann ich rechts vorrücken, du Genius. Jetzt hat er keine Chasseur-Einheit mehr rechts. Sehr schön. Er zieht gerade eine zweite Chasseur-Einheit ein. Ja, ich weiß, er hat auch keinen Chasseur jetzt. Kann ich vorrücken. Das wird gnadenlos ausgecountert. Hey, oh nein, meine polnische Legion hat meine Pawlowska-Grenadiere haben den Mann verloren. Oh Gott, ein Mann. Ein Mann, Alter. Ja. Scheiße. Die polnische Legion verliert Mann um Mann und schießt nicht mehr zurück. Ja. Alter, warum hat er das freie Feuer bei denen ausgemacht? Weiß ich nicht. Ja, doch, da schießen ein paar. Vielleicht wollen die anderen nicht vereinzelt. Mehr. Vereinzelt. Ja. Moral zu